Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Ich bin Saksuro und das hier ist mein Wochenupdate, Woche 4. Ich habe es gerade schon nicht glauben können, dass aber schon 4 Wochen rum sind. Ich bin einfach jetzt schon 4 Wochen hier in Bremen. Das Praktikum läuft schon 4 Wochen. Wie schnell die Zeit rumgeht. Fangen wir mal mit dem Montag an. Da habe ich viele Mails beantwortet wieder, viele Mails geschrieben, telefoniert, um quasi Termine fertig zu machen, klar zu machen. Und das ist wirklich so, boah, ich glaube, da geht echt die meiste Zeit hier drauf, dass man wenig fotografiert und eher viel um diese Orga kümmert, dass halt alles läuft. Da muss man echt viel Zeit reinstecken, damit auch wirklich alles funktioniert, dass man Termine abspricht, dass es auch klappt. Und dann habe ich Montag, gerade als ich Pause machen wollte, einen Anruf bekommen. Nicht direkt aus der JVA, aber von dem Verein Mauern öffnen e.V. Und das hat mich richtig gefreut, dass nämlich eine Fotoreportage in der JVA möglich ist. Nämlich, mit dem Verein Mauern öffnen. Da kann ich eine Fotoreportage dazu machen. Wurde mir an dem Telefon gesagt. Dann habe ich gefragt, ja, wann ist das denn möglich? Und dann wurden mir zwei Termine genannt. Einmal Dienstag und einmal Mittwoch. Und ich so, geht aber schnell. Und war auch, finde ich okay, dass es dann so schnell geht, weil besser was im Kasten haben als nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, nehmen wir Mittwoch. Und direkt danach habe ich dann meinen Volontär angeschrieben oder angerufen, der quasi mich da begleitet, weil ich habe schon im Vorhinein schon mal gefragt, wer es machen würde. Nämlich Moritz hat sich bereit erklärt. Und dann habe ich ihn darüber informiert, habe alle Daten weitergeleitet und dann haben wir quasi auf den Mittwoch gewartet. 10 Uhr waren wir angemeldet oder 9 Uhr, ich glaube 9 Uhr oder irgendwie sowas oder 10 Uhr waren wir in der JVA angemeldet. Ja, und da waren wir beide sehr gespannt drauf. Am Telefon wurde mir noch gesagt, nimm so wenig Waffen wie möglich mit, nimm so wenig Drogen wie möglich mit. Und ich dachte so, ist nicht gar nichts am besten? Witzbold auf jeden Fall. Ja, so viel schon zum Montag. Da ist eigentlich noch nicht mehr passiert, nicht mehr viel. Dienstag, würde ich sagen. Da war das Wetter echt schlecht. Es hat im Ström geregnet. Aber ich habe die Zeit dann, als es weniger geregnet hat, dafür genutzt, um für quasi eventuelle Fälle, falls wenig Artikel in der Zeitung sind, wenig los ist, habe ich ein paar Bilder gemacht. Nämlich hat mir liebe Thomas die Aufgabe gegeben, nicht nur mir, sondern auch Andreas, ein paar Hochkantbilder zu machen. Die sollen dann so über die ganze Seite von oben bis nach unten gehen und immer so Wahrzeichen von einem gewissen Stadtteil zeigen. Also immer die Sachen, die ich da fotografieren soll, repräsentieren quasi einen Stadtteil. Dass die Leute aus dem Stadtteil wissen direkt, okay, das sind wir oder das ist hier unsere Gegend. Und ich habe dann probiert, anhand der Liste zu gucken, wo fahre ich jetzt hin. Nämlich, ich habe eine Liste bekommen. Da waren schon ein paar von Andreas fotografiert und ein paar noch nicht. Und dann bin ich in den Westen gefahren, nach Gröpelingen und Walle in die Richtung. Und habe da einmal eine Statue fotografiert. Hier ist das Bild. Und danach bin ich noch ein Stück wieder zurückgefahren. Und auf dem Rückweg habe ich dann den Funkturm hier in Bremen fotografiert. Erstmal von der Erde aus. Das war aber jetzt von der Perspektive nicht so gut. Und dann bin ich auf ein Parkhaus hochgegangen und dann konnte ich dieses Foto hier machen. Deutlich besser. Zwar nicht das schönste Wetter, aber was will man machen? Die Bremer sind regnerisches Wetter gewöhnt. Ja, das war es eigentlich schon zum Dienstag. Dann habe ich noch mal ein bisschen mit Thomas geredet über diese Art an Bildern und auch noch ein paar andere Sachen. Habe noch so Fragen, die für mich noch offen waren. So auch geschichtliche Sachen zu dem Weser-Kurier und andere Sachen habe ich ihn gefragt. Ich habe ein paar tolle Antworten bekommen und es war ein echt gutes, informatives Gespräch noch mal mit ihm. Gut, ja, dann zum Mittwoch. Alles morgens vorbereitet, die Akkus geladen, Kameras schön einmal sauber gemacht und da habe ich auch mit zwei Kameras gearbeitet, um ein bisschen flexibler zu sein. Einmal mit dem, ja, aber ich habe insgesamt, glaube ich, drei Objektive benutzt. 85mm, 35mm und 70-200 habe ich nicht benutzt. Weil es relativ dunkel war, habe ich dann auch eher das 14mm benutzt, um diesen ganzen gesamten Raum einmal drauf zu bekommen. Ja, zu der JVA-Geschichte. Wir sind da hingefahren, also ich bin hingefahren und dann habe ich mich vor Ort dann mit Moritz getroffen
Und dann sind wir hingegangen, reingegangen und haben uns angemeldet oder sind zur Anmeldung gegangen, haben gesagt, wer wir sind. Unsere Personalien wurden gecheckt, also Personalausweis wurde uns abgenommen, einmal gecheckt. Bei mir war es der Reisepass. Dann haben die einmal alles geprüft, denn bei sich behalten und haben uns einen Schlüssel gegeben für ein Schließfach, wo wir ein paar Sachen reintun können. Und eine kleine Nummer, sodass man sieht, dass man Besucher ist. Das sollten wir immer offen tragen. Und dann konnten wir durch mehrere Türen, musste uns aufgeschlossen werden, bis wir endlich bei der Werkstatt sind. Nämlich diese Fotoreportage geht über Leute im Gefängnis, in der JVA, die einen Job in einer Bildhauerwerkstatt machen. Die Bildhauerwerkstatt ist einmal für Jugendliche und einmal für Erwachsene. Die Jugendlichen darf man nicht fotografieren, also haben wir uns dann eher auf die Erwachsenen konzentriert. Und haben dann einmal quasi die Tätigkeiten dort und sowas alles, also einmal eine richtige Fotoreportage gemacht. Das war jetzt quasi meine allererste richtige, ja, große offizielle Fotoreportage. Hat auch Spaß gemacht, war echt interessant. Ich habe so viel gelernt, uns wurde geschichtlich was erklärt, uns wurde von den Tätigkeiten alles erklärt. Und dann konnte ich zum Glück von zwei erwachsenen Insassen ein paar Fotos machen. Ich glaube, ich blende hier ab und zu ein paar Bilder ein, aber ich werde nicht die wichtigsten Bilder zeigen und die interessantesten, weil die kommen dann in die Reportage. Und sobald die Reportage online ist, in, keine Ahnung, ich glaube 3 Wochen, 4 Wochen, dann werde ich die auf jeden Fall hier im Wochenbericht zeigen, aber jetzt noch nicht so viel. Genau. Dann haben wir da auch noch zum Mittag gegessen. War auch super lecker, interessant, quasi mal so von innen so die Kantine mitzukriegen. Die Kantine ist jetzt nicht für die Insassen, sondern nur für die Mitarbeiter. Genau. Ja, das war es eigentlich auch schon. Und dann waren wir um 14 Uhr wieder fertig und draußen. Da habe ich ein paar Anrufe bekommen, nämlich einmal von der Botanica. Das ist meine nächste Reportage. Haben einen Termin ausgemacht. Und dann kam noch ein Anruf von dem Klärwerk, also beziehungsweise Hansewasser. Leider haben sich die beiden Termine überschnitten, deswegen muss ich mit dem Hansewasser nochmal einen neuen Termin finden, aber dazu bald mehr. Und dann habe ich an dem Tag nur noch die Fotos fertig bearbeitet von dem Gefängnis und ein paar Mails beantwortet. Genau, und dann zum Donnerstag. Da ging es um 9.30 Uhr direkt los mit einem Gespräch, kurz mit meinem Chef, aber da habe ich so ein paar Fragen geklärt. Und dann habe ich noch kurz in die Mails reingeguckt, was da Neues ist. Und um 10 Uhr ging es mit dem lieben Kollegen aus der Redaktion los. Wir sind nach Oldenburg gefahren und haben uns dort angeschaut, was man machen kann, wenn ein Kaufhaus schließt. Weil da war früher auch ein großes Kaufhaus, was geschlossen wurde. Und dann hat man jetzt ein neues Konzept drin arbeitet, nämlich, was war das? Das war so Coworking und ein paar andere, ja, so ein offenes, freies Gebäude, wo man halt zum Arbeiten hin kann, wo man sich connecten kann, wo es aber auch Sachen gibt zum Essen. Das war ein tolles Konzept, weil hier in Bremen schließt eventuell halt Karstadt und jetzt wollen die gucken, was man eventuell hiermit machen kann und wir konnten dort uns eine Story anschauen, wie es woanders geglückt ist. Da war ich dann für die Fotos zuständig, hat auch echt Spaß gemacht, wir haben viel gesehen, waren um 16 Uhr fertig. Und sind dann wieder zurück nach Bremen gefahren, waren ungefähr um 17 Uhr wieder hier und habe ich noch ein paar Mails gecheckt und dann war auch der Tag schon wieder rum. Und zum Freitag, 9.30 Uhr dann dieses grüne Sofa-Gespräch mit meinem Chef. Also der eine ist ja immer noch im Urlaub, mit dem anderen habe ich es dann gemacht. Dann habe ich auch die JVA-Fotos gezeigt, weil ich die Rückmeldung bekommen habe, dass die gehen zu 99%. Zwei Fotos hat der Sicherheitsdienst, Sicherheitschef gesagt, geht nicht, weil der Name zu sehen war. Die restlichen Fotos gehen. Da habe ich mir dann so 30, 40 ausgesucht. Erstmal grob eine grobe Vorauswahl, die ich dann nutzen kann für die Reportage. Habe die meinem Chef gezeigt. Der fand die gut. Da waren einige bei, die er richtig gut fand. Und dann haben wir darüber gesprochen, wann diese Reportage online geht, was meine nächsten Reportagen sind, was meine nächsten Aufgaben sind. Ja. Und dann habe ich ganz spontan einen Anruf bekommen für eine Aufgabe für Thomas. Nämlich einen Klimabaum zu fotografieren. Ich so, hä? Also eine Pflanzaktion. Da wurde ein Baum gepflanzt oder soll ein Baum gepflanzt werden. Ich soll das fotografieren. Ich bin extra dahin gefahren. Das war ein Stück im Norden. Und da habe ich dann die Leute getroffen. Da wurde mir dann erzählt, dass zwei kleine Kinder Geld gespart haben. Nicht gespart haben, die haben es eher
die haben Spenden gesammelt. Die haben so lange Spenden gesammelt, die haben Spiele veranstaltet und jedes Spiel hat Geld gekostet und dann von dem Geld haben sie dann diesen Baum sich gekauft und der sollte an dem Tag gepflanzt werden. Dann kam auch die Umweltministerin, die war eingeladen, die kam dazu, die Senatorin. Gemeinsam mit ihr haben sie dann den Baum eingepflanzt. Das habe ich fotografiert. Ich werde aber die Kinder zensieren, auch wenn das Bild nächste Woche in der Zeitung wahrscheinlich ist. Zeige ich jetzt hier nur ein paar Bilder, die zensiert sind, weil ich nicht gerne Kinder zeige. Genau. Und danach ging es dann eigentlich schon wieder mit dem Moritz, weil Thomas dann Moritz gefragt hat und mich gefragt hat, ob wir bei ihm helfen können, nämlich bei einem Casting. In der Waterfront hier in Bremen gab es gestern am Freitag ein Casting, wo eine Firma nach Leuten gesucht hat oder einfach offen da waren und so gesagt hat, jeder, der Bock hat, mal ins Fernsehen zu kommen, also kann sich da vorstellen. Das heißt, dann ist man zu diesem Casting gegangen, hat also Dokumente ausgefüllt, ist dann einmal vor die Wand gegangen, dann gab es Fotos links, rechts, vorne und so. Und nach den Fotos konnte man dann auch frei entscheiden, ob man bei einem kurzen Videocasting mitmacht. Dann ist man vor die Kamera gegangen, dann wurden ein paar Fragen gestellt und es wurde so ein Szenario abgespielt. Es war auch interessant, das mal mitzusehen, also mitzuerleben. Moritz hat dann die Teilnehmer ein paar Fragen gestellt, ich habe die fotografiert und habe das dann auch noch am selben Tag hochgeladen. Ja, ich bin gespannt, was Thomas zu den Bildern sagt vom Klimabaum und zu diesem Casting-Nummer. Da kriege ich dann wahrscheinlich Montag eine Rückmeldung. Und ja, das heißt, das werde ich wahrscheinlich nächste Woche nochmal einbauen, eventuell hier im Wochenrückblick, im Videotagebuch. Aber so war es erstmal von dieser Woche. Genau. Und wenn Fragen noch sind oder zu mir, zu dem Videoprojekt, zu dem ganzen Praktikum, gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt, was die nächsten Wochen noch so passiert, was auf mich zukommt. Aber bis jetzt, das Praktikum macht echt sehr viel Spaß. Es ist sehr unterschiedlich und man kann einfach echt viel erleben und sehen und das freut mich einfach. Und ich bin bis jetzt ziemlich zufrieden mit dem Praktikum. Ja, dann noch ein schönes Wochenende und bis zur nächsten Woche. Ciao!